So, es hat dann ja doch etwas länger gedauert, bis es noch mal neue fertige Teile zu sehen gibt. Hier ist jetzt ein Teil des Spritzsystems fertig, den Verteilerring, genauso wie die Brennkammer, die fast fertig ist. Das Einzige, was noch fehlt, sind so kleine Edelstahlröhrchen, die hier hinten reingehen, um die Flamme an diesen Röhrchen zu halten. Die Brennkammer an sich haben wir, da haben wir die Bleche selber ausgeschnitten, dabei sogar gefräst, Löcher reingebohrt, gebogen und so zusammengeklebt, dass wir es eine Schweißerei geben konnten. Die hatten uns das netterweise geschweißt. Es ist vielleicht nicht ganz so schön geworden, wie man sich das gewünscht hätte, aber die Brennkammer sollte auf alle Fälle ihren Zweck erfüllen. Das Spritzsystem dagegen haben wir komplett selber gemacht. Dabei haben wir die aus Messingblech alle Teile ausgesägt oder sogar auch rausgefräst, die zusammengebogen und letztendlich mit Silberlot hart gelötet, genauso die kleinen Edelstahlröhrchen sind auch mit Silberlot dran gelötet. Hier jetzt noch einmal eine kleine Präsentation, wie das Spritzsystem dann funktioniert. Flamme raus, man kann das jetzt auch ein bisschen regulieren über den Gashahnregler. Aber ich denke, man sieht schon bei den kleinen Durchflussraten relativ gut, dass der Volumenstrom überall relativ konstant rauskommt. Und das sieht eigentlich unseres Erachtens schon mal ganz gut aus. Dann kann ich noch mal zeigen, wie das hier in der Brennkammer befestigt wird. Wir haben ja diese Löcher hier hinten, wo noch mal andere Röhrchen reinkommen. Kann man auch noch mal kurz anmachen. Dann sieht das Ganze so aus. Wie man es hier sieht, richtig ein bisschen vielleicht.